Willkommen, liebe Clasher. Heute darf ich euch die Yoda-Krieger vorstellen, die auch die erste Runde gewonnen haben auf dem Road to Dark Lotus. Und jetzt schöne Fights. Wieder zwei Rathaus 9er, zwei Rathaus 10er und zwei Rathaus 11er Fights. Und die sind extrem knapp und spannend. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Jawohl, der Torin, Rathaus 9 auf 9, greift hier an. Mit Beben erstmal oben macht er den Weg frei, damit da die Truppen schön rein können. Vier Beben drauf, ist alles offen. Ich schätze mal, da kommen jetzt die zwei Golems gleich als nächstes. Erstmal eine Bogidame, ganz entspannt am Anfang. Und oben auch nochmal zwei Golems, um zu blocken. Und da denke ich mal, die Magier sind zum seitlichen Clearen da, sehr präzise gesetzt. Das klappt. Mauerbrecher hier zum Aufsprengen, damit es in die Mitte reingeht. Die Valkyren sind dann der letzte Kill-Squad. Der soll es dem Gegner endgültig verpassen. Da kommen schon die Golems weit in die Mitte. Wenn das gut klappt, ist der Drachen auf den Golem drauf. Und die Magier können den Drachen abschießen. Das wäre optimal. Und dann können die Valkyren auch hinterherkommen. Jawohl, ein Teil geht in die Mitte, ein anderer Teil geht außenrum. Okay, das wird auf jeden Fall dann zeitlich kein Problem, wenn es gut geht. Da in der Mitte schon einen Heilzauber schon mal dabei. Schön ist auch, dass die Queen mit dabei ist. Das ist richtig gut hier. Sehr, sehr schön. Unten auch ein Heilzauber drauf. Richtig, richtig gut. Und dann können die ja richtig schön im Kreis weitermachen. Jawohl. Und dann in der Mitte auch nochmal ein Heilzauber drauf, dass die Truppen richtig lange durchhalten. Sehr schöner Fight. Außen drei Valkyren, die haben sich richtig gut geteilt. Da hat er richtig Glück gehabt. Ganz toll gelaufen, dieser Angriff. Muss auch mal Glück haben, das darf auch mal sein. Boah, die Valkyren, was die hier zerdreschen. Sehr gut. Oben ist noch der King und die Queen dabei. Beide noch nicht gezündet. Okay, dieser Gegner ist auch nicht so besonders stark. Aber auch schön im Ablauf her und auch Glück dabei, muss ich mal sagen. Sehr schön gelaufen und 100% abgeräumt. Sehr schön vom Torin. So, jetzt mal umgekehrt. Die Nummer 30 auf die 21. Einer von unten nach oben, von oben nach unten. Der Fight von links geht's hier los, das seitliche Clearing. Hier sind aber Lufttruppen als zweiter Part, keine Valkyren. Das sieht man von hier unten schon. Die Golems sind dabei. Und die Magier dahinter, sehr schön. Da greifen die hier richtig schön an. Wieder für euch zwei Rathaus 9er, zwei 10er, zwei 11er, damit für jeden etwas dabei ist. Tut mir leid für die Rathaus 7er oder 8er. Für die Rathaus 7er hatte ich ein Spezialvideo mal mit an meinem kleinen Account gemacht. Da könnt ihr dort einmal schauen. Ist schon ein bisschen her, die paar Tage, das Video. So, Bogies sind sogar ganz viele dabei. Okay. Die Golems stehen hier an der Mauer. Einen Sprungzauber haben wir hier. Und da ist der Bogiturm auch hin. In der Mitte den Sprungzauber drauf. Ich denke, der King wird gleich durch sein. Das dauert nicht mehr so lange. Und dann kommen bestimmt diese Luftabwehren müssen hin sein. Der X-Bogen ist auch auf Luft. Also ist das schon gut. Jawohl, die Queen mit dazu. Riesenbomben ausgelöst durch den Golem. Der hat es auch ganz schön mitbekommen, so Heilzauber gleich drauf. Aber wenn der King von den Loons erwischt wird, ist er ziemlich schnell platt. Ah, das hat geklappt. Da waren schön schnell die Loons hin. So, und der Luftfight kommt jetzt dazu mit Hund davor und den Loons dahinter. Speedzauber außen gesetzt zur Unterstützung, damit die schneller in der Mitte sind. Dann werden die nicht so lange angeschossen und können schneller ihre Verteidigungsanlage dort erwischen. Jawohl, und Wutzauber in der Mitte zur Unterstützung. Das geht auch super, dann gehen die noch schneller kaputt. Die Verteidigungsanlagen überall dort sind Lava-Welpen dabei. Schön, auch das sieht optisch auch richtig gut aus. Ausgezeichnet gelaufen. Und dann sind oben noch Loons dabei. Der Luftfeger schiebt ihr ein bisschen zur Seite. Oh, da ist noch eine Luftabwehr. Die wird zum Glück jetzt vom Hund anvisiert. Das ist gut, dann können nämlich die Loons die nebenbei kaputt machen. So, hat es geklappt. Super. Und dann sind die Loons nur noch hier oben auf der Seite drauf, die Lava-Welpen sind schön dabei, die Seiten alles wegzuklären dort, damit es nachher zeitlich kein Problem wird. Der eine Hund wird nicht mehr aufploppen, aber ich glaube, das wird klappen hier. Können wir mal schnell durchlaufen lassen. Sehr geil, vom Platz 30 auf die 21. Sehr schön. Erledigt, 100%. Sehr gut gemacht. So, Rathaus 10 Fight. Der Dockel hat hier angegriffen, oben rechts gelockt. Und dann geht es mit rechts weiter dort. Gleich, wenn oben erstmal die Queen mit Queenwalk dabei ist. Oh, die ganzen Luckys sind echt übelst. Da ist auf jeden Fall erstmal
der Giftzauber drauf. Das ist wichtig. Sie Heiler schon ein bisschen erwischt, aber das war es jetzt endgültig. So, jetzt ist die Queen dabei, kann ja seitlich clearen. Die kann von oben ja schon mal richtig Schaden machen. Ein sehr eng gebautes Dorf, alles eingemauert. Könnte man vielleicht auch mit Hawks ganz gut angreifen, aber hier sind es die Bowler und Valkyren. Sogar ein Packer dabei. Der wurde ja dann auch gehypt. Der Packer hat noch ein bisschen mehr. So, und jetzt super, die Clanburg-Truppen den Rest da auch nochmal erwischt da in der Mitte. Dann kommen die Bowler hier schön von rechts rein. Queen von oben, wie eine Zangenwirkung hier. Da sind auch zum Teil dann die Verteidigungsanlagen oben beschäftigt und können rechts die Truppen nicht so anschießen. Das ist richtig gut. So, ein bisschen weiter rauszoomen. So, zwei Valkyren sind schon mal unterwegs. Hat bestimmt angetestet, um zu sehen, ob die in die Mitte gehen. Jetzt erstmal den Sprungzauber drauf und jawohl, die Valkyren gehen in die Mitte. Das ist wichtig, dort um den Kern zu schaffen dort. Und dann sind die in der Mitte drin, jawohl. Und dann der zweite Sprung als Exit hinten, dass sie wieder raus können. Mit Wut unterstützt. Oh, sehr gut. Ein Wut ist immer noch übrig. Ganz stark. Und jetzt der Wut an der Außenkante auch nochmal. Super. Und dann bohren sie auch ruckzeug durch die Wand. Wenn die Wut haben, sind die Valkyren wirklich ungezähmt heftig. Wow. Das ging richtig gut durch die Mitte durch. Ein richtig schöner Fight. Sehr, sehr gut. Außen stehen hier Lager. Da sind schon Bogiedamen drauf. Okay, wenn man das so für richtig hält, Außenlager hinzustellen, okay, ich hätte vielleicht Laki schon drauf gesetzt, dann sind die irgendwann auch so hin, weil sie sind ja auch nicht verteidigt. Wenn da Tesla dabei wären, wäre schon übelst. So, der Eva ist dabei, eine sehr auseinandergezogene Base. Die gab es früher schon öfters. Ich habe die schon mal öfters gesehen dort. Allerdings, als dann die Bowler ins Spiel kamen, haben die solche Bases ziemlich schnell abgeräumt, weil ja kaum die irgendwas aufhält dort. Aber hier kommen wir auf jeden Fall auch mit Bowlern, allerdings nur mit wenigen. Und hier sind 13 Valkyren am Start. Da sind ein paar Bowler in der Clanburg. So, ein Bowler ist da noch dazugesetzt worden. Guck mal hier, ob außen noch irgendwas gesetzt worden ist. Nö, ist erstmal nichts. Da kommt die Queen durch die Wand durch. Schön ist natürlich, wenn die Truppen jetzt alle zusammenbleiben im Team. Da die Clanburg-Truppen sind schön mit Gift versehen. Und die Queen geht jetzt in die Mitte drauf. Einen Sprungzauber haben wir hier auch. Da ist der Sprungzauber, dass die in die Mitte kommen. Die Queen hat schön die Heiler und dann kommen die Valkyren. Jawohl. Und die Mitte wird jetzt endlich erwischt hier. Jetzt geht die Posta Wut drauf und guckt euch das an. Das knallt im Karton. Und Frost hinten drauf, damit die Valkyren es bis zur anderen Seite packen. Und ja, die Valkyren kommen jetzt erst gleich wieder in den Range hoffentlich, dass sie da noch überleben dort. Oh, das sind ja viele Riesenbomben, jawohl. Und jetzt kommen sie wieder in den Wutzauber rein. Super, die Mitte ist platt, aber komplett. Und so können sie sich durch die Wand hier bohren. Ich glaube, mein Pendant, der Razor, hatte diesen Angriff schon gezeigt. Der ist einfach so schön. Da ist nicht mehr viel zu laufen. Da können wir ein bisschen schneller laufen lassen. Die Valkyren haben ja wirklich den Kernteil abgeräumt. Und jetzt läuft nur noch die Queen hier im Kreis herum und räumt den Rest ab. Da brauche ich nicht mehr lange viel zu sagen. Das ist erledigt. Und diese Base, glaube ich, von der Stärke her ist nicht so die stärkste Variante. Man müsste vielleicht eine andere Variante nehmen, um so ein bisschen solche Truppen, die hier so durch die Mauern nicht durch können, ein bisschen aufzuhalten. Wir sind bei den Rathaus-Elvern angekommen. Der Kushi hat hier angegriffen. Ziemlich max mit seinen Truppen, außer die Hawks. Und der kommt von unten rechts mit einem Hawk gelockt. Und dann von rechts kommt der nächste Part. Schon ein bisschen die Vorauswahl getroffen bei diesen Angriffen, damit ihr schöne Sachen zum Sehen habt. Da kommen die Mauerbrecher dort. Und da kann die Queen gleich mithelfen. Hauptsache, die Queen wird immer schön angeschossen hier. Dass die Heilerin auf keinen Fall auf den Warden wechseln, das wäre übelst. Weil dann ist die Queen ziemlich schnell fällig. Jawohl, die Queen ist weit vorne. Das ist das Schöne dabei. Der Warden hat ja eine höhere Reichweite und wird deswegen nicht sofort angeschossen. Die Queen auch super. Erwischt sogar den Adler. Das ist natürlich top. Also den Adler würde ich natürlich schon weiter in die Mitte stellen, um nicht ganz so leicht zu erwischen dort. Meine Empfehlung. Manche Dorflayouts können das natürlich nicht anders hinstellen. Dann ist es eben so. Und jetzt kommen die Bowler. Oh, jetzt geht hier die Post ab. 7 Valkyren haben wir noch am Start. Das ist richtig toll gelaufen hier. Richtig, richtig gut. Und jetzt kommt die Rotationswirkung mit dem Uhrzeigersinn hier.
mit dem King zusammen. Und ihr wisst ja, wenn ich sowas sage, das hat gute Chancen auf 3 Sterne für so eine Rotationswirkung, vor allen Dingen mit Heilern im Heck. Die Queen hilft jetzt auch den Heilerinnen zu überleben. Da war eine Luftbombe aufgegangen und dann ist die Gegner-Queen jetzt auch fällig. King, Queen und Warden, alle 3 noch nicht gezündet. Ich weiß nicht, ob eben so eine Situation war, wo vielleicht eine Chance gut gewesen wäre, den Warden zu zünden, um die Truppen länger am Leben zu lassen. Aber hätte, wenn, im Nachhinein lässt sich immer ganz viel sagen. So, und jetzt kommen die Walküren für die Mitte. Bin ich mal gespannt, ob da irgendwelche Tesla stehen. Oh, da gehen ein paar Walküren außen rum. Ach, eine Walküre in der Mitte alleine macht sie das Rathaus kaputt. Ist ja heiß. Okay, Walküren oben unter Wut. Das klappt. Da geht das ruckzuck. Na, ah, die kriegen es aber auch jetzt richtig ab vom King. Das war's. Die Walküren oben hat's erwischt. Ah, Mann, jetzt ist der Warden gezündet. In der Mitte die Walküre macht's ganz alleine. Jetzt kommt noch der Bowler als Unterstützung gleich. Doch nicht dazu. Weil der Sprungzauber war zu Ende. Ich dachte, er hätte noch gewirkt dort. Weil der war ja noch wurde ja noch gezeigt dort. Aber naja, okay. So, die Queen macht erstmal den Inferno kaputt. Also 2 Sterne werden es auf jeden Fall. Boah, guckt euch mal die Zeit an. Boah, wird das jetzt knapp hier. Wird das spannend. Guckt euch das mal an. Erstmal der Gegner King muss jetzt erstmal sterben. Jawohl, die Walküre hat es auch geschafft. Da ist ja wirklich nicht mehr viel übrig. Guckt euch das mal an. 20, 18 Sekunden sind es nur noch. Die Queen muss sich schon wieder gegen solche blöden Luftfallen wehren. Dann das Lager. Das dauert alles so lange. Boah, jetzt haben wir noch 10 Sekunden. Boah, wird das eng. Guckt euch das an, ey. Die Bowler sind dabei. Und 5, 4, 3, 2, 1... Nein, nein! Boah, 2 Gebäude. Guckt euch das an. Da fehlten vielleicht gerade mal noch 2 Sekunden. Wahnsinn! Wie knapp dieser Fight war. Ganz starker Fight, Kushi. Kompliment. Und der Sponge-Boss hat hier angegriffen von oben und links. Mit Luft sehr eng gesetzt hier. Da bin ich mal gespannt, wie die Truppen hier fliegen. So eng hier. Dann sind die mit Speed gut unterstützt, dass sie in die Mitte reinkommen. Die Mitte gefrostet. Da ist leider noch der eine Luftfeger auch noch. Da geht der eine Hund jetzt oben quer durch die Bude. Wird natürlich irgendwann erwischt, logischerweise. So, Warden richtig gezündet. Nochmal Frost drauf. Der hat richtig gut gesessen. Der Frost, der war richtig wichtig, damit die in der Mitte die Loons das schaffen dort. Und dann kriegen die auch sie heftig ab dort. Jawohl, der Wutzauber war auch super gesetzt dort. Sehr, sehr schön. Die Luftabwehren sind hin. Der Warden ist... Oh, der wehrt sich nicht. Guckt euch das an. Der Warden wehrt sich in der Mitte nicht. Jetzt doch. Mann, oh Mann, hat das gedauert. Das ist ja übelst. Wow. Das war heftig. Da haben die Luftfallen ihn angegriffen und er hat sich erstmal nicht gewehrt. Das hat aber auch gedauert, bis der geschalten hat. Wow. 51% haben wir. Ich denke, das muss klappbar sein. Beide Helden noch am Start. Guckt euch das an. 35er King, 40er Queen, noch lange nicht maxed. Ich mach mal schneller hier. King und Queen setzt jetzt bestimmt dazu, um die Prozente zu erreichen. Er wollte aber auch, denke ich mal, auf Sicherheit gehen, dass auf jeden Fall hier das Rathaus in der Mitte erwischt wird. Denn es hätte ja auch woanders setzen können dort. Jawohl, und die Queen noch gezündet. 70%, 71%. Wow, ganz stark. Also, wenn die 2 letzten Fights nicht geil waren, dann weiß ich es auch nicht. Ich hoffe, wir erleben in diesen Clan War Fights noch ganz viele tolle Sachen. Road to Dark Looters. Wir können kommen. Sind richtig starke Fights hier. Hier muss sich niemand verstecken.